Simon Terodde, der bekannt gegeben hat, dass er auf Schalke nicht verlängern wird und dass er im Prinzip zum Ende der Saison einen neuen Verein sich suchen wird. Wie hast du das aufgefasst? Ja, also hat mich erstmal sehr, sehr traurig gemacht. Torodde war in den letzten beiden Saisons definitiv einer meiner Lieblingsspieler. Jetzt nicht mal nur wegen den Toren, einfach was es für ein Typ ist. Kommt super sympathisch, bodenständig immer rüber. Ich finde das einfach ein geiler Typ. So einer, den du einfach in der Kabine richtig gut gebrauchen kannst, wie es auch Parzon letztes Jahr zum Beispiel war. Wird auf jeden Fall fehlen, vor allem menschlich. Aber eben auch, wenn wir absteigen in der zweiten Liga, gehe ich davon aus, wenn wir den verlängert bekommen hätten. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich an ihm in der zweiten Liga lag oder an uns, weil man da ja auch wieder schon Nachrichten gehört hat, dass wir so oder so nicht mit ihm verlängert hätten, auch wenn er gewollt hätte. Ich gehe davon aus, dass wenn er in der zweiten Liga noch bei uns gewesen wäre, hätte er wieder seine mindestens 20 Tore gemacht. Und da lasse ich mir auch nicht erzählen, der ist jetzt in 2 Jahren wieder schlechter geworden. Also beim HSV hat er auch diese Rückserie gespielt damals, wo es hieß, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Torodde so ein super Transfer für Schalke ist. Der hat jetzt in der Rückrunde nur ein Tor für die gemacht, aber ich weiß nicht, lass es 2, 3 gewesen sein. Mehr auf jeden Fall nicht. Und alle wollten unbedingt Serdar Dursun. Und dann kam Terodde und hat seinen Rekord aufgestellt und auch den allgemeinen Zweitliga-Torjäger-Rekord in einer Saison und All-Time. Also der Mann ist einfach Wahnsinn. Und ich würde dem auch mit 38 noch zutrauen, da 20 Tore hinzuknallen. Ja, das ist nämlich die Sache, ne? Also, der wird ja jetzt 35. Das ist schon ein krasses Alter, also. Er ist ein krasses Alter, aber ich traue dem wirklich alles zu. Also du denkst immer, Torodde ist tot und dann kommt er wieder. Okay. Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das ja auch, ich weiß nicht, ob die letzte Folge oder vorletzte Folge haben wir auch ein bisschen so über die Stürmersituation bei uns gesprochen. Und da war ich ja auch sehr, sehr unzufrieden mit der Stürmersituation per se. Egal ob erste oder zweite Liga, aber gerade jetzt auch für die erste Liga. Wir haben keinen Stürmer, der uns mindestens vor der Saison mindestens 10 Tore sichert. Da zähle ich auch einen Terodde nicht zu für die erste Liga. Bülter sichert uns die doch. Ja, Bülter ist jetzt super in Form, aber er hat halt auch so Phasen drin, wo es halt bei ihm auch nicht so läuft. Und bei wie vielen Toren steht er jetzt? Weißt du das? Sieben müssen es sein. 7, ja, vielleicht macht er die 10 voll, aber da kannst du jetzt in der neuen Saison nicht nochmal, oder Mitrechnen, dass er nochmal 10 ja, macht, ja klar. klar, das kann passieren, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt Buchmacher wäre, wäre das bestimmt eine ziemlich hohe Quote, darauf zu wetten. Und ja, wenn man sich ansonsten die Stürmer anguckt, dann haben wir Terodde, haben wir Polter, haben wir einen Piringer, der aus der zweiten Liga jetzt kommt, der ein paar Tore gemacht hat, aber ist halt nur die zweite Liga und der ist jetzt auch verletzt. Ein Keke Top wird vielleicht hochgezogen, Talent aus der Jugend, den hat man diese Saison so nicht zugetraut, es hier im Profibereich ihn daran zu führen, obwohl die A-Jugendsaison jetzt auch zu Ende ist. Und wen haben wir noch vergessen? Karaman. Ja. Ja, das ist, und sie haben auch alle langfristige Verträge. Terodde ist der einzige, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist Terodde bei uns noch einer der Topverdiener. Und neben ihm Das auch. kann gut sein, weil Ja. er war es ja auf jeden Fall in der zweiten Liga und die Gehälter wurden ja nach oben geschraubt beim Aufstieg. Aber ich Ja. denke mal, da werden trotzdem ein paar sein, die ein bisschen mehr verdienen. Also wir haben auch ein paar Transfers getätigt. Also Aber ja, also ich würde auch. soweit ich das mitbekommen habe, soll Terodde und Polter beide ein sehr, sehr hohes Gehalt haben und Bei wahrscheinlich. Polter noch weniger nachzuvollziehen. Ja, und das ist halt die Sache, weil wir hätten dann zwei Stürmer, die wahrscheinlich vom Gehaltsbudget unter den Top 5, Top 6 Spieler sind, die mit am meisten Gehalt dann schlucken werden. Aber beide treffen das Tor selten oder treffen das nicht so, dass du sagst, das ist ein guter Stürmer für uns, der dir 10 Tore mindestens garantiert. Und dann kann ich Ja, also in das. der Bundesliga stimme ich dir da auf jeden Fall zu, also Ja. komplett. Aber was ich halt bei Torodde meinte, ist, in der zweiten Liga traue ich ihm jede Saison zu 20 Tore zu machen, weil Torodde einfach der Zweitligastürmer ist. Das ist keine Ahnung, das ist einfach in seinem Blut drin. Er kann in der zweiten Liga einfach treffen, wie er will. Und das würdest du, also wenn er jetzt nochmal in die zweite Liga wechselt, garantiere ich dir, der macht wieder mindestens 15 Tore, ganz sicher. Ja, also die Sache ist ja auch, dass der Terodde von sich aus Klarheit haben wollte.
Ja, Und klar. Also genau. ich meine ja jetzt auch nicht, dass man ihn da jetzt irgendwie hätte zu zwingen sollen oder so. Zu verlängern geht ja auch gar nicht. Aber ich meine einfach, dass wenn er geblieben wäre, noch ein Jahr in der zweiten Liga, dann bin ich mir relativ sicher, dass er vor allem bei uns, weil wir ja hoffentlich mit oben mitspielen, wenn wir in der zweiten Liga eben sind, dann bin ich mir da relativ sicher, dass es wieder mindestens 20 Tore sind. Ja, ich Das denke mir meine ich einfach nur, nur. In der ersten ja. Liga gebe ich dir recht, würde ich auch nicht mit ihm verlängern. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja. Aber da es eben noch nicht sicher ist, wenn es jetzt an uns gelegen hätte, die Entscheidung zu treffen, hätte ich eben gesagt, lass noch abwarten, bis wir wissen, ob wir absteigen. Und dann hätte ich dann eben geschaut, ob ich mit Terodde verlängere. Ich denke mir so aus Vereinssicht, und der Terodde ist ja auch aktiv auf die zugekommen, ich denke, Schalke wollte auch abwarten, aber Terodde wollte auch für sich jetzt Ja. langsam wissen, wo es hingeht. Kann man ja auch nachvollziehen. Ja, Logisch, der ist ja. nicht mehr der Jüngste, der wird vielleicht seinen letzten oder vorletzten Vertrag jetzt unterschreiben. Und ja, und als Schalke-Sicht musst du halt abwarten, ne? Wenn es in die zweite Liga geht, kannst du den nochmal verlängern, probieren vielleicht einen Polter zu verkaufen, Karaman zu verkaufen, vielleicht verlängerst du nochmal mit Piringer und verleihst den dann nochmal, hast dann Terodde als ersten Stürmer mit und vielleicht ein, zwei Alternativen. Eine könnte Keke Top sein und dann einer aus Karaman oder Polter. Aber so, finde ich, hat Schalke 04 schon ja, gut gehandelt. Also ich finde, das ist vernünftig, klar, super Identifikationsfigur. Ich werde dem auch immer dankbar und auch immer mit dem Aufstieg werde ich Terodde mit verbinden. Aber, also der hatte es ja auch, der hatte auch jetzt in der Saison Chancen genug gehabt, um auf sich aufmerksam zu machen, dass er auch starten soll und er hätte auch genug Tore machen können, dass man auch so einen Vertrag vielleicht für die erste Liga gerechtfertigt. Das hat er leider nicht geschafft. Von daher finde ich das leistungsbedingt schon gerechtfertigt, dass man jetzt sagt, okay, Frei ist jetzt auch nicht der torgefährlichste Stürmer, der Rodde nicht, dass man die zwei vielleicht im Sommer abgibt, um dann nochmal da nachzulegen und dann wirklich mal so einen Stürmer zu holen, der dir sehr, sehr viele Tore garantiert. Zumal Reis auch mit dem Polter sehr, sehr gut ist, soweit ich weiß. Der hat ja auch unter ihm in Bochum zweistellig getroffen. Genau, Und ich kann mir vorstellen, dass der Reis auch intern gesagt hat, okay, Polter ist schon jemand, auf den ich auch bauen möchte. Und da macht es dann auch nicht so viel Sinn, noch einen Terodde mit dabei zu haben und einen Karaman und vielleicht noch Talente da hinten dran, sondern dass man dann einfach sagt, okay, wir sind, oder wir, das war eine gute Geschichte, wenn am Ende, Terodde will ja mit uns noch den Klassenerhalt feiern. Wenn das am Ende dabei rauskommt, dann war das wirklich eine gute Erfolgsgeschichte. Vielleicht macht er ja noch ein oder zwei Tore und dann kann er sich da auch abfeiern lassen und dann vielleicht Nürnberg unsere Freunde da verhelfen, aufzusteigen oder irgendeinen anderen Zweitligisten. Und dann ja, ist es für ihn halt sehr, sehr cool, weil er da in der zweiten Liga wieder sehr, sehr wichtig ist, wieder, wie du gesagt hast, seine Tore machen kann. Und für uns ist das halt gut, dass wir uns dann da auf der Stürmerposition noch mal ein bisschen verbessern, ein bisschen besser aufstellen können. Ja, also gehe ich grundlegend auch mit. Also ich finde jetzt auch nicht, dass wir irgendwie die falsche Entscheidung getroffen haben. Aber ja, also ich meinte ja allgemein nur, dass wenn er eben offen dafür gewesen wäre, noch abzuwarten, dann hätte ich ihn gern auf jeden Fall in der zweiten Liga noch mit dabei gehabt. Da es jetzt aber nicht so ist, finde ich es jetzt auch nicht irgendwie sonderlich schlimm. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass jetzt uns zum Beispiel ein Polter in der zweiten Liga eben diese Tore garantieren würde und würde auch, wenn wir absteigen, im Sturm definitiv noch was tun, weil Polter reicht, finde ich, nicht als guter Stürmer für die zweite Liga. Ich weiß nicht, Für die was du dazu zweite sagst. Liga? Ja. Doch, locker. Also für die zweite Liga safe, weil er hat letztes Jahr in der ersten Liga zweistellig getroffen. Der kann auch zweite Liga. Der hat ja auch Union, glaube ich, in der zweiten Liga Tore gemacht. Doch, Aber ich meinst du, glaube. dass der bei uns in der zweiten Liga 20 plus Tore machen würde? Ob 20, weiß ich nicht, aber er würde auf jeden Fall zweistellig treffen. Und ja, Aber kann. zweistellig unbedingt als Stürmer, weiß ich nicht, ob das reicht, um aufzusteigen. Bin ich mir nicht so sicher. Du brauchst ja dann im ganzen Team noch ganz viele andere Tore, die dir dann gemacht werden müssen. Ich meine, Torodde hat bei uns letztes Jahr 30 Tore reingeknallt Ja. und alle anderen haben dann halt nicht so viele Tore gemacht. Wenn wir jetzt kein Torodde vorne gehabt hätten, sondern was weiß ich, mit Piringer die ganze Zeit gespielt hätten und der hätte uns da 8 Tore gemacht, dann wären wir wahrscheinlich irgendwie Tabellenelfter gewesen. Ja, man muss aber auch sagen, dass Terodde auch sehr, sehr gute Bälle bekommen hat. Der hat sehr, sehr gut mit Bülter harmoniert, der einige Bälle aufgelegt hat.
Und Damit arbeiten, Obiang war ja. zu dem Zeitpunkt wirklich in absoluter Prime-Form. Er hat da die Bälle reingeflankt und da war wirklich, das war für einen Stürmer, war das ja, der Himmel, da so solche Bälle immer aufgelegt zu bekommen vom Ovejan. Und bin mir ziemlich sicher, dass auch ein Polter in der Saison, Aufstiegssaison, seine mindestens ja, 18, 19, 20 Tore gemacht hätte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er ungefähr so viele Tore, wenn wir wirklich dann auch spielerisch ja eine gute Mannschaft auch ja da liefern können für die zwei Liga, dass auch der Polter da treffen wird, weil das ist ein Wunschspieler auch von Reis, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ein Reis einen Terodde und einen Polter zur Verfügung hat, und das hat er häufig auch bewiesen, würde er eher mit dem Polter starten. Ja, gehe ich auch von aus, aber ich bin trotzdem noch kein großer Fan von Polter. Es kann natürlich sein, dass wenn er jetzt von der Verletzung zurückkommt, mir irgendwie das Gegenteil beweist, aber aktuell halte ich einfach grundlegend sehr, sehr wenig von ihm und glaube auch trotzdem immer noch nicht daran, dass er in der zweiten Liga so noch nicht gut wäre. Kann natürlich jetzt aber sein, dass durch die Connection mit Reis da vielleicht wieder mehr geht. Hoffe ich natürlich auch drauf. Ich mag Polter auch nicht, also als Spielertyp, der ist mir zu wenig Fußballer. Der ist echt Brechstange vorne drinne. Ja. Der ist halt im Strafraum sehr, sehr stark. Nicht so stark wie Terodde. Ich finde, der ist im Kopfballspiel stärker als Terodde. Aber im Abschluss ist der schwächer als Terodde. Ich finde auch, Ja. der ist auch im Stellungsspiel als Stürmer, also ich sag mal so der Torriecher, wo er zu stehen hat, ist er nicht so stark wie ein Terodde. Aber was er halt mehr macht als Terodde, ist sich aufzureiben, mit seinem Körper gegenzuhalten, sich da auch durchzutanken durch zwei Innenverteidiger. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass in der Bundesliga dass der da teilweise an seine Grenzen stößt. Aber wenn du nochmal dir zurück überlegst, wie häufig das war in der zweiten Liga, was da für schlechte Innenverteidiger rumgelaufen sind. Ja. Und wie die auch vom Körperbau und von der Dynamik, wie schwach die da teilweise gewesen sind. Das kannst du halt nicht vergleichen. In der Bundesliga sind da durch die Bank weg wirklich Athleten, auch in der Innenverteidigung. Wenn du bei Bayern guckst, so ein Upamecano, bei Dortmund so ein Süle, bei Leipzig so ein Guardiol, und da kannst du komplett durchgehen, auch die Mannschaften von unten. Sind halt schon richtig gute Leute mit bei. Und in der Ja, zweiten selbst bei Liga, uns ja auch Jens und so weiter, ja, also hat Jens, eigentlich genau. jeder. Und in der zweiten Liga hast du halt Leute, die sind so teilweise so schnell wie ein Yoshida, aber niemals so abgebrüht wie ein Yoshida. Und das ist so das grundlegende Niveau in der zweiten Liga, ne? Und da war ja auch ein Kaminski, der mit der beste Innenverteidiger der zweiten Liga. Und Malik Tchao und Itakura, die waren ja da Die waren überqualifiziert ja dafür, ja. total. Und wenn das so in der zweiten Liga, wenn du da gegen solche Gegenspieler spielst, da wird auch ein Polter viel, viel besser aussehen wie in der Bundesliga. Aber ich bin auch nicht der größte Fan von ihm, weil dein Spiel wird halt sehr, sehr limitiert. Du hast dann halt keinen mitspielenden Stürmer und du spielst dann halt in der Offensive, so im Fußballspiel mit einem Mann weniger, weil er kann halt maximal noch Bälle festmachen, wobei ich finde, auch da ist das nicht seine größte Stärke, dem verspringen die Bälle, er kriegt die nicht so gut zum Mitspieler hin, und der ist ja halt wirklich diese Brechstange vorne drinnen, der kämpft viel, der ist auch vom Typ her, finde ich, ein sehr, sehr guter Typ, der da auch immer Vollgas gibt, der auch mal dem Gegner so, sag mal, eine reindrückt, ein bisschen provoziert, solche Spieler brauchst du auch. Aber ja, das sieht nicht gut aus, und fußballerisch, ja, wenn du ein Fan bist von schönem Fußballspiel, dann ist das, finde ich, nix. Aber man muss, klar, der hat unglücklich ausgesehen, auch weil der Kramer Fußball dem nicht passt. Aber ich glaube, unter Reis würde das ganz anders aussehen. Der hat sich dann leider halt verletzt. Ja, also ich kann es mir auch gut vorstellen, dass Polter wieder zu besserer Form findet unter Reis. Aber wenn wir jetzt in der zweiten Liga, also wenn wir jetzt absteigen sollten, wen hättest du denn da jetzt lieber gehabt, wenn du jetzt einen zum Beispiel abgeben kannst und einen nicht? Hättest du Ja, da lieber klar. Polter oder Terodde?
Ja, da muss ich auch sagen, hätte ich lieber Terodde gehabt, Ja, ne? siehst Für du. die eine Saison so. Man muss aber auch sagen, find mal einen Abnehmer für einen Polter, der bei uns mit der Spitzenverdiener ist oder auch unter den Top 5 sein wird, der eine große Ablösesumme gekostet hat und jetzt aus einer Verletzung zurückkommt. Das ist nicht so wahrscheinlich, dass du da einen Verein findest, der rechte Ablösesumme bezahlt und dann halt das komplette Gehalt übernimmt. Ja, Deswegen. hast du schon recht, aber so rein von der Qualität für die zweite Liga sehe ich halt Torodde nochmal drüber und deswegen, wenn es dann eben gegangen wäre, dass er noch hätte warten können, hätte ich es schon irgendwie versucht Ja. hinzubekommen, wenn man dann eben auch einen Abnehmer für Polter gefunden hätte. Aber so wie es ist, ist es auch in Ordnung. Also es ist jetzt kein, keine Ahnung, keine Ja. Hiobsbotschaft für uns, aber es tut ja trotzdem weh, Torodde vor allem als Typen zu verlieren. Aber es ist halt leider so. Ja, das ist halt für einen Verein keine Planungssicherheit. Da sind halt viele What-Ifs so. Was ist, wenn wir absteigen? Was ist, wenn wir drinnen bleiben? Was ist, wenn wir Polter verkauft kriegen? Was ist, wenn wir ihn behalten müssen? So. Und da kann ich nachvollziehen, so aus Vereinssicht, einfach so aufgrund der Vernunft, dass man dann sagt, okay, dann machen wir jetzt hier den Cut. Und auch What If Terodde mit 35, ob er da wirklich dann so einschlägt oder nicht, das werden wir dann nächste Saison sehen, weil ich denke, sein Weg wird auf jeden Fall in die zweite Liga zurückführen. Hast du schon eine Und Idee, wo er hingehen könnte? Nürnberg habe ich jetzt einfach mal vorgeschlagen. Er mag Nürnberg, ja ah. Traditionsvereine und ich finde, Nürnberg braucht so einen richtig guten Torjäger. Die sind gar nicht mal so schlecht. Ich habe die jetzt im Pokal gegen Stuttgart gesehen. Die sind okay, die sind gar nicht mal so schlecht. Die brauchen vorne, finde ich, auch einen guten Torjäger, den die nicht haben. Also ich hatte daran gedacht, dass er vielleicht zu Pauli oder Düsseldorf oder so gehen könnte. Klar, Düsseldorf hat, glaube ich, noch Rufen Hennings. Aber vor allem so bei Pauli hätte ich es mir echt ganz gut vorstellen können, so jetzt nachdem die da in der Saison, wo wir ja aufgestiegen sind, auch ganz gut gespielt haben mit Burgstaller vorne, und kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass die Torodde ganz gut ins System integriert bekommen. Ja. Klar weiß man jetzt nicht, ob ihnen das jetzt wichtig ist, dass er beim HSV vorher war. Ich glaube, das interessiert ihn eigentlich nicht, Hauptsache Traditionsverein. Ja. Ja, also ich kann mir eigentlich Pauli ganz gut vorstellen, aber muss man sehen, wo er jetzt letztendlich hingeht. Pauli ist auch für mich gerade noch so ein Kandidat, die wirklich noch aufsteigen können. Weil die haben jetzt auch eine riesen Siegesserie gerade gestartet. Und Wenn die so weitermachen, auf jeden Fall, ja, da, deswegen, also finde ich gar nicht mal so sicher, ob die nächstes Jahr in der zweiten Liga dabei sind. ja. Aber wenn, dann könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass Torodde vielleicht zu Und Pauli geht. ja, schon Pauli ist ein guter Verein, Düsseldorf auch, Traditionsverein würde passen, Nürnberg auch. Ich würde mir halt nicht vorstellen, dass er zum Beispiel zu so Vereinen wie Heidenheim, Darmstadt, die halt auch oben mitspielen, glaube ich eher nicht. Glaube ich auch nicht so dran, nee. Dann vielleicht sogar eher sowas wie Hannover oder so. Ja. Okay, dann vielleicht noch, um hier ein bisschen noch über die Stürmer zu sprechen. Frei, der jetzt noch bei 0 Toren steht, stand jetzt nicht Kaufoption ziehen, oder? Stand jetzt gehe ich da mit, ja. Also in der zweiten Liga wäre er zu teuer. Dann in der ersten Bundesliga brauchst du einfach einen Stürmer, der dir über längere Distanz auch mal Tore schießt. Er ist jetzt in der aktuellen Situation trotzdem ein wichtiger Teil für unser Team. Aber trotzdem merkst du einfach immer wieder, wenn er vorm Tor steht, er braucht viel zu lange, um irgendwie mal den Abschluss zu finden. Macht dann da ab und zu noch so einen Haken, der bei ihm einfach mal 3 Sekunden einnimmt, gefühlt. Das geht einfach nicht auf so lange Distanz, das kannst du nicht bringen. Er hilft zwar oft dem Team, dadurch, dass er eben sich vorne aufopfert und auch ganz viele gute Pässe für die anderen spielt, aber prinzipiell brauchst du dann nächste Saison auf jeden Fall noch einen neuen Stürmer, wenn jetzt Frei nicht auf einmal seinen Torriecher entdeckt. Ich hätte gern mal wieder so einen Stürmer. Also zwei Stürmertypen hätte ich gerne. Ich hätte gerne. Würde der gierig direkt zwei. Ja, ich hätte gerne einfach mal wieder so einen Raoul vorne drinne, der wirklich so. Gar keine hohen Ansprüche. Ja, okay, Ja, erzähl aber weiter. der halt so Spielertyp, der so mal auch mal so echt so die Bälle annehmen kann, so mal was Besonderes macht, so der, weiß ich nicht, Techniker hat und auch weiß, wo das Tor steht. Oder ich hätte mal echt gern so einen richtig schnellen, körperlich Emil starken Empenza. Spieler wie Embolo. Ja, oder wie Empenza. Aber jetzt zuletzt wie Embolo, der da einfach mal so richtig schnell ist, allen davonläuft, der mit seinem Körper da mal einen Spieler wegdrücken kann. Das haben wir halt. Wir haben halt Kanten vorne drin, aber die sind halt nicht schnell. Und trotzdem, weil die halt nicht so schnell sind, können ja auch selten so Spieler wegdrücken. Die können dann halt maximal noch einen Ball abschirmen irgendwie.
Und ja, keine Ahnung, sowas hätte ich voll gerne nochmal so. Ja, fände ich auch cool, ist aber natürlich auch mal relativ kostspielig, wenn du sowas haben willst. Ja. Oder vor allem dann halt musst du sonst auf Talente gehen, die halt noch keiner kennt, wenn du so jemanden haben willst. Ja, irgendwie einfach mal kreativ werden. Da muss ja, weiß ich nicht, muss ja nicht aus den Top 10 Ligen kommen, irgendwie aus Kroatien oder, weiß ich Oh nicht, ja, da sehe ich uns. aus Polen oder so. Irgendwo so halt aus dem Ostblock. So aus diesen Ligen, wo du noch günstig Spieler bekommen kannst. Oder halt komplett mal irgendwas probieren in Afrika oder so. Gibt's ja auch in Ghana beispielsweise so Talentschulen, wo schon einige Spieler rausgekommen sind. Vielleicht hat der Asamoah da Kontakte. Das wäre halt richtig, richtig cool. Ja, aber ist auch viel Fantasie-Wunschdenken mit dabei. Ja.